Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und heute seht ihr mal nicht, sondern meine Technik. Und das Ganze ist geschuldet auf eine User-Frage. Schnabel94 hat mich gefragt, was mich dazu bewegt hat, den XDJ-RX, den ich ja damals hatte, das ist der mit dem Display in der Mitte, zu verkaufen und mir den DDJ-RZ zu kaufen. Und dazu seht ihr jetzt schon mal, ich habe nicht nur einen Controller, sondern ich habe jetzt zwei Controller, den DDJ-RR und den RZ. Und natürlich möchte ich euch jetzt auch einfach mal kurz erklären, wie es dazu kam und warum ich den XDJ-RX für meine Zwecke ja nicht so optimal fand. Und ja, ich würde sagen, fangen wir damit erstmal an. Technisch gesehen, was die Hardware angeht, war ich sehr, sehr lange auf der Findungsphase, nachdem ich mich von der Vinyl verabschiedet hatte. Ihr wisst ja, dazu habe ich einige Videos gemacht. Ich habe mich von der Vinyl vor, ich glaube, inzwischen 4 Jahren oder so verabschiedet, als eben Technicster die Produktion der Plattenspiele eingestellt hat. Und klar, jetzt gibt es wieder neue Plattenspiele, aber meine Güte, sind wir mal ehrlich, ja, time to say goodbye. Ich habe mit Vinyl gelernt, ich liebe die Vinyl, ich spiele auch immer wieder mal gerne mit Vinyl, aber das ist einfach praktischer, was wir hier haben, ne? Und ich war dann sehr, sehr lange auf der Findungsphase, was möchte ich eigentlich an Hardware haben und was stellt mich zufrieden. Inzwischen habe ich ein Paket, das was ihr hier vor euch seht, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Und der XDJ-RX war so eine kleine Haltestation dazwischen. Es hat angefangen, damals bin ich vom Vinyl direkt auf den Controller umgestiegen. Das war damals der Pioneer XDJ-R1, hieß er. Das war der mit den CD-Schubfächern. Boah, das war ein Plastikbomber. Scheiß Teil, reden wir nicht weiter drüber. Dann bin ich umgestiegen auf CDJs. Habe ich mir erst CDJ-900er gekauft, dann habe ich mir die 900 Nexus gekauft und so ging das dann weiter. CDJs, ganz tolle Sache, aber ihr wisst ja, inzwischen bin ich nicht mehr so viel im Club unterwegs, sondern vielmehr auf Hochzeiten, Geburtstagen und Firmen-Events unterwegs. Und dann war das immer scheiße, ja. Hast du 3 Cases, Mixer, 2 CD-Spieler und hast hier 3 Cases. Das heißt, du läufst mindestens 2 Mal ins Auto, nur um deine Abspieltechnik zu tragen. Das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wagen wir nochmal das Experiment Controller. Und dann kam der Pioneer DDJ-SX damals. Ja, mit Serato noch. Ich war damals nach wie vor Serato-User. Ich habe auch die CD-Player am Anfang mit Serato genutzt, bis ich dann umgestiegen bin auf Rekordbox. Und nach dem SX kam der RX, also der XDJ-RX. Und den habe ich mir gekauft, aus dem Grund, weil er Standalone ist. Ja, geiles Teil eigentlich, weil du kannst halt mit dem Teil Standalone arbeiten. Sprich, Festplatte anschließen und los geht's. Kein Laptop dahinstellen, nichts, was dir vorm Gesicht rumschwirrt, sondern du kannst einfach frei über dein Publikum gucken und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Aber, und jetzt kommt das Wichtige. Diese Standalone-Funktion ist ganz schön, aber ich habe da auch nicht so ein bisschen nicht weiter gedacht, nicht zu Ende gedacht. Denn auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenveranstaltungen brauche ich eine große Library. Ich muss mich aufs Publikum einstellen. Gut, das musst du dich natürlich immer, aber es ist ein Unterschied, ob du ein Publikum hast von 8 bis 80, ja, oder ob du ein Publikum hast von, ich sag mal, 20 bis 30, weil das in deinem Club halt so ist. Und es ist auch ein Unterschied, ob du auf einer Hochzeit auflegst, wo du alles querbeet spielen musst, oder in einem Club und hast da eine Veranstaltung, keine Ahnung, Hautz meets Black, ja, wo du weißt, du spielst dir die House-Klassiker, die Black-Klassiker im Mainstream-Bereich, da gibt's nicht viel, oder du bist Minimal-DJ und machst dein Deep-House-Set, wo dir ohnehin relativ wenig Leute reinreden und du eigentlich dein Ding abziehen kannst, dann kannst du dein Set vorbereiten mit Rekordbox. Kannst das schön in den XDJ-RX hinten reinstecken, beziehungsweise oben rein an der Seite stecken und kannst dann dein Set gemütlich abspielen. Das ist eine tolle Sache, ja, für Club-DJs oder für DJs, die einfach nur ihr Set abspielen. Aber wenn du, so wie ich, auf Hochzeiten unterwegs bist, musst flexibel sein, musst auch mal schnell reagieren können, dann ist diese Library auf dem Display, auf dem Kleinen in der Mitte, absolut scheiße.
Also das ist einfach kacke. Auch die Suchfunktion, da musst du mit dem Scrollrad, das hat ja noch kein Touchscreen, musst du da rummachen, bis du dann die Buchstaben da eingetippt hast. Dann hast du eine große Festplatte angeschlossen mit vielen Titeln. Dann ist die Ladezeit unglaublich lange. Und das hat mich alles sehr, sehr gestört. Und deshalb habe ich mir dann gesagt, hey, ich nehme das Teil zwar immer, und irgendwie habe ich aber trotzdem immer einen Laptop nebendran stehen, den ich anschließe. Und ich habe den XDJ RX ohne Witz fast ausschließlich im Pro-DJ-Link-Modus verwendet mit dem Laptop. Das heißt, mein Laptop stand immer als Library nebendran. Und ich habe mit dem Laptop eigentlich meine Tracks rausgesucht und habe die dann in den jeweiligen Player reingezogen. Ja, und dann habe ich mir gesagt, meine Güte, jetzt schleppe ich mich mit dem Teil so ab und irgendwie ist es nicht die richtige Lösung, die mir so wunderbar gefällt. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, guckst du dich mal rum. Und dann kam letztes Jahr im Januar ja der DDJ-RZ raus. Und was mich an dem RX auch mega gestört hat als Elektro-DJ zu Hause für mich, mixe ich halt immer auch nochmal ein paar geile Elektro-Sets. Und das waren einfach die zwei Kanäle. Ja, also der hat einfach zwei Kanäle zu wenig für mich. Und wenn ich hier richtig rumspacke, ja, und ein paar, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Live-Mashups, aber es geht ja schon in die Richtung da abziehe. Und dann brauche ich einfach mindestens drei Kanäle. Ja. Und der vierte Kanal ist mega. Und die Sampler-Funktion, gut, die hat man am XDJ ja auch. Aber da hast du ja auch nur vier Sample-Buttons. Und das ist halt hier schon viel geiler, ne? Man muss es sehen, es ist halt auch noch mal ein Preissprung, der RZ zum XDJ-RX. Aber, meine Güte, ne, das Teil ist schon mega geil. Und was halt auch cool ist, sind die großen Shockwheels, die wirklich genau die gleichen sind wie beim 2000 Nexus, beim CDJ. Generell kann man ja sagen, es ist im Prinzip ein 2000 Nexus CDJ plus die Performance Pads plus der 900 Nexus Mixer und da kann man fast nichts an Funktionen missen. Und ja, das war so der Grund, warum ich umgestiegen bin auf den RZ. Also so zusammengefasst, im Grunde ist es die Library, weil die Library am RZ am Display zu bedienen ohnehin sehr unangenehm ist und dann passt er halt, damals passt er halt auch nicht richtig in meinen Case rein, ne? Ich hatte da so eine Transporttasche, das war auch immer so mehr schlecht als recht. Und mit dem angewinkelten Display, das sah zwar ganz cool aus, aber wie gesagt, zwei Kanäle zu wenig. Die Library, also das Display ist zwar schön, dass es da ist, aber es bringt ja nichts, wenn du es kaum nutzen kannst, ne? Und nur weil die Waveform da jetzt in der Mitte ist, sind wir mal ehrlich, also ich bin DJ, die Waveform, die brauche ich eigentlich nicht. War dann für mich irgendwie überflüssig und deshalb musste was Neues her. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich habe inzwischen zwei Geräte da stehen, das hat auch einen Grund. Und zwar gibt es eine Funktion am XDJ RX, die mir ein bisschen gefiel. Und das ist, dass er einfach ein bisschen kleiner ist. Er ist ja ungefähr, jetzt wenn man von der rechten Kante von dem RR ausgeht, geht er ungefähr bis hierher. Und das hat mir gefallen, der ist relativ kompakt, den nimmst du mit einer Hand, da musst du hier nicht so mega auseinander gehen. Ganz tolle Sache eigentlich, aber ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt den DDJ RR noch dazu gekauft, letztes Jahr im Juli, glaube ich. Einfach für kleinere Veranstaltungen, Hochzeiten und so ein Kram, wo ich jetzt nicht so mega viel Technik auffahren will. Und dann nehme ich den kleinen damit, der ist schnell aufgebaut. Und der ist auch nicht so schwer zu tragen. Ja, oder ich habe den auch schon mal im Zug mitgenommen. Ist natürlich auch eine coole Sache, ne? Das kleine Teil im Case drin, hast du gleich im Zug mitgenommen, den RZ mit dem Zug zu transportieren im Case. Gute Nacht. Das macht nicht wirklich viel Spaß. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Fragen ausreichend beantworten und ganz kurz noch, irgendjemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben die letzten Tage, geil, dass du so viele Videos jetzt machst und dass man öfter ein Video kommt von dir. Finde ich cool, dass das gleich so auffällt, vielen Dank dafür. Und ich werde jetzt einfach gar nichts ankündigen, denn ich habe ja gesagt, ich mache keine leeren Versprechungen mehr. Ich bemühe mich, Videos zu produzieren, aber ihr wisst ja, ich habe auch noch ein Leben. Und wenn ich Zeit habe, dann immer gerne und mal schauen. Vielleicht kommt ja die Woche noch was. Ja, in diesem Sinne, ciao und bye bye.